Das Stubaital im Herzen Tirols zeigt sich im Sommer 2015 von seiner schönsten Seite. Die herrlichen Berge ziehen Einheimische und Gäste von nah und fern an. Aber nicht nur zum Wandern, Ausspannen und Genießen, sondern auch, um sich sportlich zu messen. Ein jährlicher Fixpunkt im Eventkalender ist der renommierteste Berglauf Österreichs, der Schlickeralmlauf. Dieser Event zeichnet sich durch sein stets hochkarätiges Starterfeld, einer Laufstrecke von Weltklasse und das umfangreiche Rahmenprogramm aus. Dies ermöglicht der Sportverein Telfes mit seinen vielen freiwilligen Helfern und natürlich der Mann, der diesen Berglauf-Event zu dem gemacht hat, was er jetzt ist. Ja, ich bin heute zum ersten Mal seit 27 Jahren nur einer von 100 Helfern. Es ist in den 27 Jahren viel, viel Herzblut durch diese Veranstaltung natürlich geflossen und ein bisschen Wehmut ist natürlich auch dabei, aber sehr viel Freude und Stolz. Und international, glaube ich, haben wir schon eine Position eingenommen. Wir sind der einzige Ort der Welt, der 4 Großveranstaltungen veranstalten hat dürfen. Und jetzt letztes Jahr die Masters als OK-Präsident, war das ein schöner Abschluss und ich hoffe, dass ich noch viele Jahre da das beobachten darf. Ja. Das Berglaufwochenende beginnt wie jedes Jahr mit den Kinderläufen. Ab dem Alter von 2 Jahren sind die Kleinen dabei. Die Pokale bekommen sie von einem überreicht, der selbst ganz nach oben geschafft hat. Ja, ich finde das eine super Sache da in Telfes mit dem Kinderlauf. Den gibt es jetzt eben schon ganz, ganz lang. Und wenn man das sieht, dass da die 2-jährigen Kinder, die jüngsten sind 2 Jahre gewesen heute, bis eben 13 Jahre da voll um die Wette laufen, ist das eine lässige Sache. Und dann ist das für mich eine Ehre, dass ich denen einen Pokal überreichen kann und dass man sieht, dass die Jugend da voll engagiert ist und alles geben. Doch ganz so leicht haben es die Kinder nicht. Von einem heftigen Sommergewitter überrascht, plagen sie sich durch strömenden Regen. Für den anschließenden Benefizlauf sind dennoch erstaunlich viele Starter zugegen. Fleißig wird eine halbe Stunde lang gelaufen, denn mit jeder absolvierten Runde gehen 3 Euro an einen wohltätigen Zweck. Es geht um nichts außer um einen guten Zweck, das ist perfekt. Kein Leistungsdruck, sagen wir. Premiere feiert in diesem Jahr der Telfer Wiesenrun, ein Crosslauf durch die wunderbare Landschaft rund um Telfes. Die Länge der Runde beträgt 8 Kilometer. Es sind dabei nur wenige Höhenmeter zu absolvieren. Ob dem einen oder anderen der kühlende Regen willkommen ist. Gut, richtig, fein. Super, tolle Veranstaltung. Über Nacht haben sich die Regenwolken aufgelöst und strahlend blauer Himmel soll nun für eine reibungslose Durchführung des Berglaufes sorgen. Ja, es ist wirklich jedes Mal wieder spannend, wenn es heißt Schlickeralmlauf. Die Wetterkapriolen scheinen uns allen wieder richtig voll einmal rein zu watschen. Und heute stehen wir jetzt vor dem Schicksal quasi, die obere Teil oben, der Schlickeralm ist vermurt. Der Weg ist nicht brauchbar, wir haben keine Chance dort oben ein Rennen durchzuführen. Aufgrund dessen müssen wir, es ist wirklich massiv vermutet und wir müssen einfach das Ziel auf die Schlickeralm herunter verlegen. Das heißt, es gibt nur ein Kurzstreckenrennen, aber ich bin überzeugt, es werden alle trotzdem sich voll ins Zeug legen und ein gutes Rennen liefern. Ja, überhaupt, das Stubaital ist überhaupt ein ganz schönes Tal und der Lauf ist einfach super Strecke. Schade, dass er eigentlich ganz aufgeht. I'm from the Netherlands and I'm here because I'm on holiday with my family. And I like to run in the Netherlands. Ja, ich denke schon, dass es ein schwieriger Lauf sein wird, vor allem weil das Teilnehmerfeld natürlich sehr gut ist. Ich bin eigentlich schon lange in der Berglaufszene. Ich bin schon Seniorenweltmeister gewesen, 2000. Kurz vor 10 Uhr stehen ungeachtet der verkürzten Strecke etwa 180 okay. Starter an der Startlinie versammelt. Der Favorit aus Kenia, Isaac Kosgei, kann sich schon kurz nach dem Start deutlich absetzen. 3-mal wurde er auf dieser Strecke schon Dritter und ist heute mit Sicherheit hier, um zu siegen. Die
Osttirolerin Susanne Meyer hier an dritter Stelle ist der Italienerin Agnes Ciurcenthaler dicht auf den Fersen. Wie zu erwarten, macht der Engländer Rob Simpson ordentlich Druck und ist nach 10 Laufminuten lediglich 30 Sekunden hinter Koskay. Mit etwas größerem Abstand folgt der deutsche Hirschberg. Dahinter kämpfen die beiden Österreicher um den Anschluss. Die Favoritin bei den Damen, die Kenianerin Lucy Murigi, läuft hier schon mit einem sicheren Vorsprung zu ihren Verfolgerinnen. Sie hat hier im Jahr 2012 bereits einmal gewonnen. Simpson hatte keine Chance mehr, Koskay einzuholen und läuft als sicherer Zweiter über die Ziellinie. Good run. Good. Good. Viel Spaß. Viel Spaß? Ja, ja, sehr gut. Schöne Strecke. Und ja, Single Trails. Ja, das ist sehr gut. Den dritten Platz belegt der Deutsche Alexander Hirschberg. Robert Schweiger verpasst als bester Österreicher knapp das Stockerl, ist allerdings keineswegs enttäuscht. Knapp Vierter, eine Freude oder Enttäuschung? Mega Freude. Riesenfreude. Bei den Damen kommt es zur Sensation. Die 21-jährige Susanne Meyer holt sich die Tagesbestzeit und gewinnt das erste Mal in ihrer Karriere den Schlickeralmlauf. Knapp geschlagen und mit einem Krampf im rechten Oberschenkel ist Lucy Murigi. Das war jetzt im Steilstück, habe ich sie überholt, die Lucy, und war eigentlich viel vor ihr. Aber da jetzt im Flachen ist es noch richtig knapp geworden und noch ein Zielsprint geworden. Isaac Koskay wollte sich auf seiner Favoritenrolle keineswegs ausruhen. No, normally you cannot predict, but man darf einen Sieg nie erwarten. Was ich aber vor einem Wettkampf mache, ist, dass ich mir das Ziel stecke, zu gewinnen. In good shape, so you can never predict. Und so endet ein aufregendes Wochenende für die Läufer und Helfer in gemütlicher Atmosphäre auf der Schlickeralm. Mit ein wenig Glück wird es im kommenden Jahr wieder ein Rennen bis hinauf aufs Kreuzjoch geben.